muss eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. Muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Vernichte sie, bitte! Schalte diese Wächter aus! Schon zu viel dabei. Kann ich kurz mit dir reden? Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Absolut kein Platz dafür. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Mutters Wiege. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen.
So, jetzt hole ich mir den Speer. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Sei Dank, Aloy ist zurück! Mit dem Speer! Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer! Überall beweinen die Nora ihre verlorenen Kinder. Beinahe ich auch. Dank dir aber nicht, Aloy. Und tausend Dank auch für den Speer! Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Sie hätte dich gemocht. Ganz sicher.
schön leise. Okay, dann mal los! Komm jetzt, mach schon! Geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Ich glaube, ich könnte ihn reiten. Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Ja! 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 Lauf! Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht mit Geräusche. Direkt vor den Toren. Seid vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört zu sein. Ran. Her! Wahl, nicht wahr? Habe ich geträumt? Oder bist du auf diesem Läufer durch das Tor geritten? Bin ich. Ist schwer zu erklären. Dachte ich mir. Es sind seltsame Zeiten für uns Überlebende. Ich kenne dich, natürlich. Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Schön zu sehen, dass du überlebt hast. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Mach das nicht, Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja. Ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie?
als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Deine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann.